Und der Gewinner dieser Kategorie ist das Mass Effect 3 DLC zur Citadel. Wenn ich immer an Mass Effect 3 denke, dann sind meine ersten Gedanken die, dass die Reaper endlich auftauchen, die Erde schon in den ersten Spielminuten überrannt wird und Shepard alles mögliche in Bewegung setzen muss, damit die Galaxie nicht auseinanderbricht. Also könnte man schon fast davon ausgehen, dass das Citadel DLC schon irgendwas Episches mit der Schlacht der Reaper zu tun hat. Das ist so einfach gesagt auch richtig, aber mit einer kleinen Abweichung dieses Mal. Unser altbekannter Freund Anderson hat uns sein Apartment überlassen und unsere Crew auch gleich mit Landgang gedroht, wenn man mal so will. Wir gehen mit unseren Leuten raus, wir treffen unsere Leute anders vor. Die sind ein bisschen privater, sie sind ein bisschen fröhlicher, wenn man so will. So kennt man die ganzen Leute gar nicht. Es dauert keine 10 Minuten in diesem DLC, da leider wieder auf uns geschossen wird und die Stimmung wieder abrupt ein kurzes Ende nimmt. In der ersten Hälfte des DLCs gilt das Problem halt jetzt zu lösen. Und in der anderen Hälfte wir damit beschäftigt sind, privat unsere Leute ein bisschen besser kennenzulernen und für die sogar eine kleine Party abhalten können, die auch im größeren Maße ausfallen könnte. Das ist unsere eigene Entscheidung. Man wird von ein oder anderen Witzen, Wortspielen oder zwei dirtigen Wörtern überrannt. Die Gegner, also die Leute, die uns dann entgegenkommen sind, beschweren sich selbst, dass sie eigentlich für uns nur Kanonenfutter sind. Das alles ist, wie schon gesagt, eine schöne Abwechslung und zeigt, dass Shepard nicht nur ein Vorzeigeheld sein muss, um mit seinen Leuten Spaß zu haben. Man hat die Erweiterung auf der Citadel, ein extra neues Gebiet zu bereisen, was ich auch richtig schön finde, und privat mal ein bisschen die Sau rauszulassen. Man vergisst den kurzen Stress mit den Reapern, aber am Ende des DLCs wird man halt wieder darauf hingewiesen, dass dieser Spaß halt nicht für die Ewigkeit ist.